So, das sind jetzt die 9 umgetopften Pflänzchen. Also das ist jetzt Universalerde und Gartenerde und das wird gemischt, damit einfach auch schon ein bisschen Gartenerde dabei ist, damit die Pflanzen sich daran gewöhnen. Das ist jetzt eine unserer pikierten Tomatenpflanzen. Das ist die Naturtomate. Die ist jetzt ab Keimzeit 5 Wochen alt. In dem Gefäß ist sie jetzt seit 2 Wochen und es wird jetzt Zeit, dass wir die umtopfen. Die ist kräftig. Wir gehen davon aus, das Wurzelwerk hat sich komplett ausgebildet, also es ist ausgewurzelt und jetzt einfach Zeit, dass sie einen neuen Topf bekommt und zwar die Größe. Oh, jetzt müssen wir schauen, was ich gescheit machen kann. Ich gehe darauf. Stimmt. Ui, jetzt sieht man schon die Wurzeln gut. Schön. Gut. Berg erwischt. Die Erde, das ist wieder das Gemisch 50-50, Gartenerde und Pflanzenaufzuchterde. Da haben wir jetzt noch eine größere Seite Stein drin, den holen wir noch wieder raus. Jetzt, upsala, machen wir hier am Tisch ein bisschen weiter mit der Düngung. Dafür Auch bekommt genauso, ja, die Franzi. Pflanze wieder ein bisschen Guano, wieder schön am Rand, schön vorsichtig verteilen und ein bisschen einmischen. Was hat das? Das holen wir noch raus. Stein. So. Dann kommt wieder Erde, also das gleiche Prinzip wie beim Pikieren auch schon. Umsetzen, Erde, Dünger, jetzt wieder Erde, rundherum verteilen. So, jetzt ein bisschen gießen. Untersetzer. So. Jetzt nochmal Erde, das gleiche Prinzip. Erde, nochmal ganz wenig Dünger. Erde und Dünger gießen und dann nochmal Erde. So, jetzt mal noch ein bisschen verdichten. Einen Hauch. Dann ist auch die Naturtomate umgetopft. Umtopft ist. Umtopft ist. Und zu den Konkurrenztrieben, wenn die dann ungefähr dreimal so groß sind, gehören die dann vorsichtig entfernt, damit die Hauptpflanze sich entwickeln kann. Was meinst du mit Konkurrenztrieben? Wo sind die? In den Blattachseln. Die, genau, die Konkurrenztriebe, die sind hier in den Blattachseln. Man sieht es jetzt nur ganz mini, dass da was rauswachsen möchte. Und die gehören dann entfernt, damit die Hauptpflanze die Kraft hat, um dann Tomaten zu entwickeln, weil ansonsten legt sie den Schwerpunkt eher auf die Pflanzentwicklung als auf die Früchte, die man dann haben möchte. Ah ja, okay. Und dann muss man auch später dann schauen, dass es nur einen Gipfel gibt. Aber das sind dann so Sachen für
später. Dann haben wir jetzt 3 Naturtomaten und man meint jetzt schon, wie sie sich freuen, wie sie sich entwickeln in dem neuen Töpfchen, dass sie sagen, jetzt kann es wieder weitergehen. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.